sind zwar schon weit im Herbst, aber ich wollte mal die schöne Sonne nutzen. Jetzt Mitte Oktober und bin mal kurz hinter die polnische Grenze gefahren in einen kleinen Ort namens Morin. Hier gibt es einen schönen See und überhaupt eigentlich ist es relativ unentdeckt hier. Also man trifft wenig Leute. Wie auch immer. Ich wollte euch noch meine Zugabe zeigen. Die Zugabe, die ich so ein bisschen auf meiner Reise gedreht habe, auf meiner Blue-Sommer-Reise nach Achtopol, was in Bulgarien liegt, an der türkischen Grenze, sind wir jetzt endlich fertig geworden zu schneiden. Ja, was soll ich sagen? Ich habe mich extra umgezogen und habe mein Blue-Sommer-T-Shirt angezogen, wie ihr sehen könnt. Da ist es. Und dann wünsche ich euch viel Spaß. Bis zur nächsten Reise. Guten Morgen, viele Grüße von einem Zeltplatz in der Nähe von Brno, Brünn, auf meiner Reise nach Bulgarien. Ich will mal gucken, ob ich noch eine kleine Zugabe drehen kann zu meinen drei Blue-Sommer-Filmen. Heute ist ja zufällig auch Sommeranfang und ein perfekter Blue-Sommer steht ins Haus. Heute wurden wieder über 30 Grad versprochen und das ist natürlich perfektes Motorradwetter. Ich will mal gucken, ob ich Achtopol erreiche. Das ist ein kleines Dorf an der türkischen Grenze, ein Stückchen hinter Burgas. Dort befand sich früher ein Zeltplatz namens Delfin. Der einzige FKK-Zeltplatz damals an der bulgarischen Küste, an der bulgarischen Schwarzmeerküste. Und auch ein berühmter Treffpunkt für Hippies und Blueser aus der DDR. Ich will mal gucken, ob ich es schaffe und ob es ein Film wird. Und ihr könnt mich dabei begleiten. Sommeranfang, super. Das ist der kleine Zeltplatz östlich von Brünn. Und neben mir waren nur noch zwei Holländer hier, die sich aber schon recht früh in ihr Bett verkrochen und keine Lust mehr auf tschechisches Bier hatten. BMW-Fahrer eben, was soll ich dazu sagen? Aber die Sonne scheint, die Yamaha ist vollgetankt und der Verkehr auf der Dauerbaustelle E50 donnert hier keine 500 Meter vom Zeltplatz entfernt vorbei. Es wird Zeit, dass ich die Autobahn verlasse und mich dann quer durch die weißen Karpaten, durch die Slowakei auf den Weg in Richtung Eger nach Ungarn mache. Die Grenze in die Slowakei ist passiert und die E50 quält sich hier echt durch die Berge. Aber guckt euch diesen Sommer an. Der ist doch perfekt, oder? Perfektes Motorradwetter, perfektes Reisewetter, ein paar Mücken, aber egal, hört dazu. Ein wahrer Blues-Sommer. Ja, so sieht sie aus, die ungarische Grenze. Jetzt die Grenze zum gelobten Land der Ostler. Nicht los hier. Gott sei Dank. Man fährt einfach so durch, steht keiner mehr da. So, jetzt noch 70 Kilometer bis nach Eger. Schaffe ich gleich auch noch. Bis denn. Neben Budapest war die berühmte Weinstadt Eger das bevorzugte Reiseziel der riesigen Hippie-Gemeinde. Eger ist berühmt für seinen Wein und vor allem für die Weinkeller. Deshalb haben die sonstigen Sehenswürdigkeiten der Stadt auch nur ganz am Rande interessiert. Interessant war vor allem das Tal der schönen Frauen, auf das ich von meinem Zeltplatz aus einen wunderbaren Ausblick hatte. Und wie der Name des Tales schon vermuten lässt, ging es hier vordergründig um viel, viel Spaß und um noch viel, viel mehr Alkohol. Auch heute soll es in Eger noch an die 200 Weinkeller geben, doch die Altstadt ist jetzt natürlich komplett saniert und touristisch aufgemotzt. Gefährlich schwankende und ziellos herumirrende Langhaarige kann man in Eger nicht mehr begegnen, was ich an dieser Stelle außerordentlich bedauere. Kurz vor der ungarisch-rumänischen Grenze, nichts als Pampa und eine kleine Bahnlinie. Ich weiß auch nicht, mein Navi spielt mir heute ein bisschen Streiche. Ich habe eingegeben, schnellste Route nach Sibiu und ich fahre hier seit 50 Kilometern über echt üble Straßen. Aber dafür ist niemand anders unterwegs. Und die Straßen sehen ungefähr so aus hier. Ein Gedicht. Hermannstadt bzw. Sibiu, wie es in Rumänien eigentlich heißt, ist eine Stadt am Fuße der Karpaten und hat deutsche Wurzeln, wie man überall unschwer erkennen kann. Die Hippie-Gemeinde suchte immer Verbündete im Ausland und vielleicht war Hermannstadt auch deshalb ein bevorzugtes Reiseziel des fahrenden Bluesvolkes.
Wer in die Berge wollte, der kam eben um Hermannstadt nicht herum. Außerdem gab es in dieser Gegend keine Verständigungsschwierigkeiten. Wer Bier haben wollte, musste kein Pivo bestellen, wobei es in der Regel ohnehin nicht zu kaufen gab. Rumänien war eines der ärmsten Länder des Ostens. Heute ist keine Stadt des Landes so liebevoll restauriert wie diese. Und wer den Rest Rumäniens kennt, der weiß, wovon ich rede. Sibiu ist die absolute Ausnahme und ich werde das Gefühl nicht los, dass hier Fördergelder sinnlos mit der Gießkanne verteilt wurden. Selbst die Gullideckel brauchen den Vergleich mit Paris und London nicht zu scheuen. Vielleicht wird auch deshalb die Lügenbrücke, die sich inmitten der Altstadt befindet, äußerst selten von Politikern überquert. So, das war's aus Sibiu. Doch bevor es jetzt ins Fagerasch-Gebirge geht und da auf die E7, das soll so ein spektakulärer Pass sein, will ich noch mal gucken, ob ich hier das Stadion Municipale finde, hier das Stadtstadion von Sibiu, wo wir mit in Extremo große Erfolge gefeiert haben. Hier ist leider alles verrammelt und vergammelt. Aber die Geschichte dazu findet ihr ja in der in Extremo-Biografie. Wer nach Bulgarien will, der muss wohl oder übel durch die Karpaten, die hier so spektakulär vor mir liegen. Die S7, auch genannt Transfagarasan, ist eine der wohl spektakulärsten Straßen, die hier durch das Gebirge führen. Endlich Bulgarien. Achtopol. Nach knapp 3000 Kilometern über Umwege war ich endlich am Ziel meiner Träume, beziehungsweise an dem, was davon noch übrig war. Und immer noch stellte ich mir die Frage, was um Gottes Willen ich hier eigentlich tat. Dass sich in 30 Jahren einiges verändert hätte, war mir schon klar, aber immerhin, den Zeltplatz Delfin gab es noch. Die alten Hütten waren natürlich längst abgerissen und durch neue ersetzt worden. Vieles war nicht mehr erkennbar, ganz zu schweigen vom Wald auf der Steilküste, der natürlich auch 30 Jahre Zeit hatte zu wachsen. Also baute ich mein Zelt auf und machte mich auf den Weg. Achtopol war früher und ich glaube auch heute noch übrigens der einzige auf der Karstrand in Bulgarien. Mal guckt euch das an. Es ist halb 10 Uhr abends. Morgen ist hier ein bisschen mehr los. Und dort hinter dem Felsen, da fängt der richtige Strand an. Aber hier ist doch quasi das Paradies. Es gibt so Tage und Abende, da will man einfach nochmal 20 sein. Da will man nachts wieder am Strand schlafen und über nichts nachdenken müssen. Nicht über den Job und schon gar nicht über Geld. Man will einfach nochmal neu beginnen und alles noch einmal vor sich haben. Das Meer macht melancholisch und das war auch schon vor 30 Jahren nicht anders. Passend zur Melancholie, dann die Glühwürmchen mitten in der Nacht. Ganz großes Kino. So, ich bin am allersüdlichsten Teil meiner Reise. Guckt euch das an. Hier ist die EU zu Ende. Und Bulgarien. Und dort auf der anderen Seite, der Strand liegt schon in der Türkei. Der Ort heißt hier Rasovo. Und dort kann man das lustig sehen. Vorne ist die bulgarische Fahne, dahinter ist die türkische Fahne. Dazwischen gibt es einen kleinen Fluss. Also, das soll er halt sein, der südöstlichste Punkt der gesamten EU. Naja, wen auch immer das interessiert. Nochmal ein Blick in die Türkei. Da hinten noch ein schöner Grenzturm. Okay, Green Beach. Aber das Schild sah ja schon entsprechend aus. Warum sollte der Strand da besser sein? So, dann mache ich mich mal wieder auf den Rückweg von Green Beach nach Achtopol. Nach meiner Rückkehr aus Bulgarien und Serbien musste ich noch einen letzten Stopp machen. Klar, in Budapest. Diese Stadt war das Pflichtprogramm für jeden Blueser. Hier wurde sich eingekleidet und mit Schallplatten eingedeckt. Doch eins muss ich noch loswerden. Ich habe mich nach der Wende viel in der Welt herumgetrieben und ich habe wirklich viel gesehen.
Doch nach all den Jahren muss ich einfach mal feststellen, dass Budapest immer noch eine der schönsten Städte der Welt ist. Auch ohne die ganzen Erinnerungen, die hier an jeder Häuserecke kleben. Budapest ist großartig, auch wenn es gerade nicht danach aussieht, weil gerade ein riesiges Gewitter aufzieht. Es ist übrigens das erste Gewitter auf meiner ganzen Reise. Und hier ist er nun, der wohl wichtigste Bahnhof meiner gesamten Hippie-Karriere. Ach, was sage ich, denn unter dem Strich ist er wohl auch einer der wichtigsten Orte meiner Zeit als Langhaariger. Und da geht es wohl nicht nur mir so. Budapest-Nyugati, der Westbahnhof, befand sich nicht weit entfernt von all den wichtigen Orten, die man als Hippie ebenso ansteuern musste. Die Margareteninsel mit dem Thermalbad und vor allen Dingen den vielen Schlafmöglichkeiten lag quasi um die Ecke. Und hier tobte das Leben. Es gab Kneipen, Bars und Weinkeller, in denen es auch preiswerten Alkohol gab. Es gab Plattenläden, bis der Arzt kam, und Klamottenläden, in denen man sich für das gesamte nächste Jahr einkleiden musste. Spätestens hier ließ man den letzten Vorrat und musste im Supermarkt gegenüber klauen gehen oder im Kino nebenan die Klokasse plündern. 30 Jahre später schleiche ich nun fast ehrfurchtsvoll über den Bahnsteig und plötzlich sehe ich sogar meine Romanfiguren vor mir. Floyd, Pony und auch Nina. Aber eben auch all die Leute, die es wirklich gegeben hat. Blueser und Hippies, die auf Bergen von Schallplatten ihr müdes Haupt gebettet haben und versuchen, ihren Rausch auszuschlafen. Budapest war immer ein Rausch, kurz und heftig, und man wachte stets mit Kopfschmerzen wieder auf. Wir sind nur im Osten groß geworden, doch was machte das eigentlich schon? Es war eine großartige Zeit, weil wir etwas daraus gemacht haben. Es war großartig, weil es eben nicht perfekt war. Und es war großartig, weil wir jung waren und alles noch vor uns hatten. Aber das Großartigste ist, dass wir heute noch darüber sprechen.